Oh nein, jemand ist in Herrn Duponts Haus eingebrochen und hat wichtige Dinge aus seinem Tresor entwendet. Hier siehst du zwei Fotos von seinem Tresor vor und nach dem Einbruch. Entdeckst du die fünf Dinge, die gestohlen wurden. Es fehlen ein Bündel Bargeld, ein Ticket nach Lyon, eine teure Uhr, eine Kette und ein goldener Pokal. Doch der Dieb hat Pech, denn Herr Dupont ist ein pensionierter Polizist. Er fühlt sich gleich an früher erinnert. Gabriel beschließt, sein Haus nach möglichen Spuren des Verbrechers zu durchsuchen. Entdeckst du irgendetwas Verdächtiges in diesem Bild? Da sind Schuhabdrücke auf dem Boden. Sie sind relativ groß. Vermutlich ist der Dieb ein Mann. Die Spur führt in den Flur. Entdeckst du hier etwas Verdächtiges? Auf dem Boden liegen Scherben. Das ist seltsam, da die Scheiben heil sind. Könnte der Dieb etwas zerbrochen haben, das ihm gehörte? Der Verbrecher war durch ein Fenster eingestiegen. Gabriel untersucht den Garten. Gibt es hier irgendwelche Spuren? Scheinbar hat der Dieb in der Eile seinen Hut verloren. Nun wird es Zeit, ein paar Zeugen zu befragen. Am Vortag waren drei Personen im Haus: Gabriels Frau Clara, ihr Hausmädchen Marie und der Gärtner Adam. Jeder behauptet, den Dieb gesehen zu haben, aber ihre Geschichten weichen stark voneinander ab. Clara sagt, ich ging durch den Flur und bemerkte im Garten einen Schatten. Es war ein Mann mit langen Haaren. Er lief davon, sobald er mich sah. Ich dachte daher, er wäre nur ein Passant. Marie gab an, ich kam von oben runter und sah einen Schatten. Es war ein großer Mann mit einer Brille. Ich denke, er hatte eine Glatze. Er bemerkte mich und schlüpfte durchs Fenster. Ich glaube, er hat beim Weglaufen etwas verloren. Ich habe sie sofort angerufen, Herr Dupont. Und Adam sagte, ich habe im Garten Blumen gepflanzt. Irgendwann sah ich auf und entdeckte einen Schatten im Flur. Es war eine große Frau mit Locken. Ich lief zum Haus, aber als ich ankam, war sie bereits weg. Wer hat recht? Marie, scheinbar hat Adam Clara gesehen und Clara ist Adam aufgefallen, nur haben sie einander nicht erkannt. Marie dachte, der Mann hätte eine Glatze, weil er eine Mütze getragen hat. Sie sagte auch, er hätte eine Brille getragen. Von ihr stammen vermutlich die Scherben. Gabriel fragt nach weiteren Details. Marie beschreibt den Täter. Ein Mann mittleren Alters mit Hut und Brille. Der Dieb hat Tickets nach Lyon gestohlen. Gabriel will ihm dorthin folgen. Er fährt mit dem Bus zum Flughafen. Unterwegs will er seine Fähigkeiten als Ermittler etwas aufpolieren. Welcher Fahrgast hat keinen Fahrschein? Das Baby. Gabriel steigt in das Flugzeug und übt gleich nochmal. Welcher Fluggast ist verheiratet? Diese Frau, sie trägt einen Ring am Finger. Gabriel kommt in Lyon an. Er geht ins Hotel, um nach dem Verbrecher zu fragen, doch er muss sich an der Rezeption anstellen. Kannst du erraten, wer von diesen Leuten kein Tourist ist? Dieser Mann, er ist der Einzige, der weder einen Koffer noch Souvenirs dabei hat. Schließlich ist Gabriel an der Reihe und wendet sich an die Rezeptionistin. Hallo, ich bin ein Ermittler und untersuche ein Verbrechen. Darf ich das Videomaterial Ihrer Überwachungskamera der letzten paar Tage sehen? Natürlich, aber im Gegenzug müssen Sie mir auch helfen. Ich fürchte, mein Hund hat ein paar Papiere mitgehen lassen. Findest du den Hund?
Da ist er. Der Hund versteckt sich auf der Treppe nach unten. Gabriel sichtet das Videomaterial der letzten 4 Tage. Kannst du einen Verdächtigen ausmachen? Dieser Mann. Am ersten Tag kommt er mit einer Brille, aber ohne Hut an. Ein paar Tage später trägt er einen neuen Hut und einen teuren Anzug. Das ist der Mann, ruft Gabriel aus und deutet auf die Fotos. Oh, den kenne ich, erwidert die Rezeptionistin. Meistens ist er nachts unterwegs und kommt erst am nächsten Tag gegen 10 Uhr wieder. Gabriel nimmt sich ein Zimmer in dem Hotel und will auf die Rückkehr des Verdächtigen warten. Nachdem er sein Zimmer bezogen hat, löst er vor dem Schlafengehen ein paar Logikrätsel. Das erste ist einfach. 2 Väter und 2 Söhne finden 3 Orangen und teilen sie. Jeder bekommt eine ganze Frucht. Wie ist das möglich? Es sind 3 Personen. Ein Opa, ein Vater und ein Sohn. Das zweite Rätsel ist kniffliger, aber Gabriel löst es trotzdem. Schaffst du es auch? Eine Frau soll 6 Eierkuchen backen. Sie hat 15 Minuten Zeit. Es passen maximal 4 in eine Pfanne und jeder Eierkuchen muss von jeder Seite 5 Minuten gebacken werden. Wie kann sie das schaffen? Schritt 1, sie legt 4 Eierkuchen in die Pfanne und backt sie 5 Minuten lang. Schritt 2, sie dreht 2 Eierkuchen um, nimmt die anderen beiden heraus und legt dafür 2 neue in die Pfanne. Dann backt sie alles weitere 5 Minuten. Schritt 3, sie nimmt die ersten 2 fertigen Eierkuchen heraus, dreht die anderen um, legt die halbfertig gebackenen wieder rein und backt sie 5 Minuten. Fertig! Das letzte Rätsel hat einen Haken. Ein taubstummer Mann kommt in ein Geschäft, um einen Bleiansplitzer zu kaufen. Er steckt sich seinen Zeigefinger ins linke Ohr und macht eine Drehbewegung mit der rechten Hand am rechten Ohr. Der Verkäufer versteht ihn sofort. Etwas später kommt ein blinder Mann in dasselbe Geschäft. Wie teilt er dem Verkäufer mit, dass er eine Schere kaufen möchte? Er sagt es ihm einfach, er ist blind, nicht stumm. Am nächsten Morgen wacht Herr Dupont auf und geht nach unten, um auf den Verdächtigen zu warten. Der taucht tatsächlich um 10.15 Uhr auf. Es ist ein Mann mittleren Alters mit Brille. Er schaut auf die Uhr und sagt, oh nein, ich muss mich beeilen, ich bin schon 15 Minuten zu spät. Gabriel springt sofort auf. Sie sind es, Sie haben mich ausgeraubt. Wie kann sich Gabriel so sicher sein? Die Armbanduhr, auf die der Verdächtige geschaut hat, ist die aus Gabriels Tresor. Nein, halt, ich... stammelt der Mann. Dann dreht er sich um und rennt davon. Oh nein, Gabriel verfolgt ihn, aber der Mann hat sich bereits versteckt. Er konnte zwischen 3 Möglichkeiten wählen. In dieser Straße steht ein Polizeiauto. Die zweite Straße führt in eine stockdunkle Gasse. Die dritte Straße wird von einer Menschenmenge versperrt. Denk nach... Welchen Weg hat der Täter gewählt? Vermutlich hat er sich für die dritte Option entschieden. Natürlich rennt er nicht in Richtung der Polizei. Auch die dunkle Gasse ist gefährlich. Was, wenn er stolpert, hinfällt und geschnappt wird? Also verbirgt er sich in der Menschenmenge. Gabriel entdeckt den Mann. Er läuft auf ihn zu, aber der Mann verschwindet wieder hinter einer Ecke. Gabriel ist ihm auf den Fersen. Links geht es ins Stadtzentrum. In der Mitte steht ein Café und nach rechts führt ein Weg in den Park. Wo lang ist der Dieb vermutlich geflüchtet? Höchstwahrscheinlich ins Stadtzentrum. Im Park sind nicht viele Leute und auf einem einsamen Weg würde er leicht auffallen. Würde er sich in das Café setzen, wäre es für Gabriel ein leichtes Spiel, ihn zu finden.
Gabriel kommt im Zentrum an. Unterwegs konnte er Verstärkung anfordern. Nun muss er jeden ausfindig machen, der wie sein Verdächtiger aussieht. Entdeckst du 5 mögliche Täter. Das sind sie. Diese Männer tragen alle Hüte und Brillen. Die Polizei ergreift die Verdächtigen und bringt sie zum Verhör aufs Revier. Sie sehen sich alle sehr ähnlich. Leider hat der Dieb die Uhr bereits abgenommen. Gabriel muss ihn also anhand anderer Merkmale identifizieren. Wer ist der Dieb? Dieser Mann, er hat dasselbe Muttermal an der Nase wie der Dieb. Gabriel erkennt den Verbrecher. Sein Name ist Chris Werner. Ich habe nichts getan, behauptet er. Ich bin nur weggelaufen, weil ich Angst hatte. Und sie haben keine Beweise, dass ich ein Dieb bin. Wirklich? Gabriel schlägt vor, das Hotelzimmer des Verdächtigen zu durchsuchen. Die Polizei findet dort einen Tresor. Das Passwort ist ein Wort mit 4 Buchstaben. Am Tresor klebt ein Hinweis. 7, 15, 12, 4. Kannst du das Passwort entschlüsseln? Das Passwort lautet Gold. Die Zahlen entsprechen der Stelle der Buchstaben im Alphabet. Im Tresor liegt Gabriels goldener Pokal. Leider ist das alles. Den Rest hat der Dieb bereits vertickt. Aber Gabriel ist nur wichtig, dass der Täter geschnappt wurde.